Ich glaube, wir gehen erstmal in das Klängern-Video rein, weil das soll sehr, 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 sehr gut sein. Hier geht es nämlich um den gefährlichen Sektenführer, der TikTok-Star wird. Gucken wir mal rein, Digga. Wir machen alle gerne mal privat den Tumdance, aber jetzt kommt die Wahrheit ans Licht, meine Freunde. Jetzt werdet ihr erkennen. Heute geht es um Millionengewinne, Querdenker und eine sehr gefährliche Sekte. Heute geht es um den selbsternannten König von Deutschland. Und damit moin, Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ey, Timon, an der Stelle mal eine ganz wichtige Frage, Bruder. Weichzeichner und wie viel benutzt du? Vielleicht habt ihr schon mal was in letzter Zeit von Thomas Hornauer gesehen oder gehört. Das ist dieser zottlige Typ mit Hippie-Shirt auf TikTok. Groß geworden ist er in letzter Zeit durch seinen Tumdance. Da joinen dann Leute in seinen Livestream und tanzen dann mit. Bei dieser transzendentalen Aktivmeditation soll man sagen... Der Typ sieht aus wie der gepflegte Chef Strobel, Digga. Bro, Chef Strobel sieht aber auch aus wie ein richtig vercrackter Messi. Ich habe gestern gesagt, Chef Strobel sieht aus wie das Kind von einem Visca Barca auf Crystal Meth und Messi auf Crack. So sieht Chef Strobel aus, Alter. Ernst? Dein Chakra aktivieren, das sieht dann folgendermaßen aus. Ja, und er ist auf TikTok gerade so der witzige Esoteriker, bisschen schrullig, ist doch lustig. Das ist allerdings gar nicht mehr so lustig, wenn man sich mal ein bisschen tiefergründig mit seiner Vergangenheit und ihm als Person beschäftigt. Okay. Und das werden wir heute tun. Es wurden ja schon ein paar Videos über ihn gemacht, aber heute geht es vor allen Dingen um Aspekte, die alle diese Leute ausgelassen haben in ihren Videos. Okay. Wenn man sich mal die Hintergründe und Vergangenheit von Thomas Hornauer anguckt, ist er plötzlich gar nicht mehr der spaßige, lustige Onkel auf TikTok, sondern eigentlich ziemlich gefährlich. Vielleicht habt ihr von ihm auch schon gehört, weil er gelernter Handformer ist. Was zum Fick ist ein Handformer? Das Handformen, auch Kunstformen, ist ein Urformverfahren im Gießereiwesen, bei dem unter Verwendung einfacher Werkzeuge wie Sandhaken, Stampfkeil oder Pressluftstampfer der Formstoff beispielsweise mit einem Bindemittel versetzter Quarzsand um das abzuformende Modell herum in Formkasten per Hand verdichtet wird. Was, Bruder? Das ist ein Job? Vielleicht kennt ihr Thomas Hornauer aber auch aus den 2000er Jahren. Da ist er mit 0190 Telefonsex-Hotlines Multimillionär geworden. Anja, Katrin, Elke, Beate. Alle waren schon mal im Pfannhaus. 0190. Corvette, Porsche, Stretch-Limo, stand alles in seiner Einfahrt. Aha, okay. Und na klar verdient man so viel Geld. Die Einfahrt der Villa wird natürlich auch beheizt im Winter. Vielleicht kennt ihr Thomas aber auch, weil er nebenbei auch noch ein paar Erotikfilme produziert hat. Ihr kleinen Ferkel. Vielleicht kennt ihr ihn aber auch, weil... Bro, warte mal. Produziert hat er die, aber man hat jetzt nicht Thomas Schatz gesehen, oder? Man hat jetzt nicht... Also, man hat jetzt nicht den von Thomas gesehen, oder? Also in so einem Porno quasi, wo jetzt so King Thomas, also Tumdance Thomas, oder? Chat, könnt ihr mir das kurz bitte beantworten? Kann jemand Link senden? Frage ich für meine Mom. Doch? Nein, oder? Bitte, Bruder, bitte, bitte, bitte. Weil ihr damals in der SPD-Fraktion in Baden-Württemberg saßt. Die haben nämlich damals einen Pornofilm zugeschickt bekommen, wo Thomas Frauen beim Maskieren filmt und auch selber... So ein bisschen, ne? Was? Vielleicht kennt ihr ihn aber auch von seinem Kanal Telemedial. Unser Thomas hat 2003 für 1,6 Millionen einen insolventen Fernsehsender gekauft und sich ein Konzept zum Reichwerden überlegt. Hier, esoterische Lebensberatung, Wahrsagen, Kartenlegen und Hellsehen. Toll. Kann ich ja auch, habe ich ja letztens im Stream gezeigt. Eigentlich ist es nur ein Scam. Da konnte man dann kostenpflichtig über sehr, sehr teure Telefonnummern anrufen. Und man sollte dann quasi so eine Lebensberatung bekommen. Sah dann ungefähr so aus. Du bist ein echtes Opfer. Du bist ein echtes Opfer. Na? Nee, absolut. Du bist echt eine Flasche, verstehst du? Eine echte Flasche. Ja, Thomas, ich habe Depressionen und ich würde gern wissen, was ich damit machen kann. Ja, du bist ein Opfer, du bist eine Flasche, du bist ein Loser, du bist ein Hurensohn. Ich habe deine Mutter gefragt. Alles klar, Thomas, danke dir. Vielleicht kennt ihr ihn aber auch, weil ihr damals in dem Sender dort gearbeitet habt. Und weil er dort Mitarbeiter in mehrstündigen Einzelgesprächen massivs eingeschüchtert und unter Gehirnwäsche gesetzt haben soll. Es wurde berichtet, dass sektenähnliche Zustände innerhalb des Senders geherrscht haben sollen. Kann ja sein, dass ihr dabei wart beim lieben Thomas. Vielleicht habt ihr auch schon von ihm gehört, weil ihr Teil der Staatsanwaltschaft wart, die 2003 seine Geschäftsräume durchsucht hat. Weil ermittelt wurde, wegen Betrugs in... 1,5 Millionen Fällen. Der Schaden wird auf 662.823 Euro geschätzt. Zwei Punkte dazu. Erstens, richtig konkrete Zahl für eine Schätzung. Und zweitens, bei 1,5 Millionen Betrugsfällen, gar nicht so viel pro Fall. Leider ist daraus nichts geworden. Die Behörden haben Fehler gemacht. Es ist verjährt und die Klage wurde nicht zugelassen. Naja, kann ja mal passieren. Aber ist ja auch egal. Den Sender gibt es eh nicht mehr, weil 2008 die Sendelizenz entzogen wurde, weil man mehrfach gegen Medienrecht verstoßen hat. Naja, passiert manchmal. Vielleicht kennt ihr Thomas Hornauer auch, weil ihr aus Plöderhausen kommt.
Dort wollte Thomas nämlich 2018 Bürgermeister werden. Vielleicht gehört er ja sogar zu den 4,7%, die damals für ihn gestimmt haben. Oh Gott, ey. Vielleicht kommt er aber auch aus Welzheim, Urbach, Remshalden, Kernen, Alfdorf oder Lorch. Da wollte Thomas nämlich auch schon mal Bürgermeister werden. Ja, ein Mann, der nach Macht strebt. Toll. Vielleicht kennt ihr Thomas Hornauer aber auch, weil der völlig vermummt bei Kurt Krömer in der Sendung saß, während er sich ein Foto von sich selber vors Gesicht geklebt hat. Also so. Das ist ja eigentlich ganz smart, weil dann kann man ihn ja nicht erkennen. Weil dann ist ja eigentlich nicht erkennbar, wer Thomas quasi ist. Langsam, ey. Vielleicht kennt ihr ihn aber auch vom Satirefilm Der Gründer. In dem Trash-Film macht man sich nämlich vor allen Dingen über Hornauer lustig. Der ist dabei die Hauptperson. Gespielt wird der dabei übrigens von dem Schauspieler, der auch Herr Paschulke gespielt hat. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Digga, und vielleicht klingt das jetzt auch ein bisschen komisch, aber Thomas Hornauer wird in Diskussionen hin und wieder auch mal in die rechte Ecke gestellt. Egal, ob er über die Reinheit der deutschen Sprache philosophiert oder weil er auf Querdenker-Veranstaltungen mitmacht und 5000 Euro dafür zahlt, dass er neben dem Gründer der Querdenkerbewegung auf der Bühne tanzen darf. Laut der Süddeutschen Zeitung ist das nämlich dreimal mindestens passiert. Ja, vielleicht kennt ihr Thomas Hornauer aus vielen verschiedenen Lebenssituationen. Als er so aussah oder so oder so oder sogar so als Mönch. Thomas Hornauer hat ein sehr bewegtes Leben und sieht in jedem Lebensabschnitt komplett anders aus. Und manchmal sieht er auch so aus. Denn Thomas ist selbsternannter König von Deutschland. Beziehungsweise nicht direkt, sondern er ist seine königliche Heiligkeit vom Heiligen Deutschen Königreich. Ja, ja, klar. Kleiner ging's dann nicht mehr. Ja, wo lebt der selbsternannte König von Deutschland? Natürlich, richtig. Thailand. Komisch eigentlich, oder? Dass damit zusammenhängt, dass man auf Einkünfte, die im Ausland erwirtschaftet worden sind, in Thailand keine Einkommenssteuer zahlen muss? Hey, hat der nicht so ein Haus, wo die Leute jetzt immer hinpilgern oder sowas? Ist das nicht so, dass Leute irgendwie sagen, er wird der neue Drachenlord und so mäßig so? Habe ich da nicht irgendwas mitbekommen? Naja, wer weiß das schon, ne? Aber wie kommt man darauf, sich selbst als König zu bezeichnen? Laut seiner eigenen Website ist er der uneheliche Enkel von König Ludwig II. Das stimmt. Es stimmt. Also? Ach so, ja, ja klar, da, ja, hier bitte sehr. Thron und Krone, nehmt. Ah ja, da kommt er ja schon, der König. Seht her. Seine königliche Heiligkeit, Majestät, König Thomas Gerhard Hornauer grüßt alle seine telemedialen Freunde. Digga, das ist so schlimm. Auf seiner Website schreibt er dazu auch: Seine königliche Heiligkeit und die telemedialen Freunde übernehmen für das deutsche Volk die emotionale Verantwortung. Ah, nee, ja, nee, nee, danke. Also wirklich sehr lieb, aber für mich mache ich das besser selber. Weiter heißt es dann auf der Website: Die Gründung des Königreichs ist ein Kollektivbewusstsein und eine Gegenbewegung zur professionellen Volksverblödung. Oder, und hier merkt aber man er langsam macht auch die Ansätze, die bei ihm durchkommen. So, gegen das. Es ist schon immer so ein bisschen. Es hat so immer schon diesen rechten Unterton gehabt und so. Das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, ich wollte morgen oder übermorgen wollte ich mit Freddy mal live gehen, mit Freddyson. Der hat ja auch irgendwie Streit mit Thomas gehabt. Der war ja Freddy keine Show. Kennen wir alle. Und er hatte mich gefragt, ob wir mal zusammen live gehen wollen. Vielleicht gehe ich die Tage irgendwann mal auf TikTok live-Chat. Ich bin mal gespannt, was das gibt, Alter. Wer weiß, vielleicht kehre ich Twitch in den Rücken und werde jetzt auf TikTok nach Spenden betteln. Wenn es läuft, dann läuft, sage ich ehrlich, ne? Aktuelles System gegen die gegenwärtige Ordnung. Hin zu einer Struktur, wo ein König ganz oben steht. Mhm. Und das ist nicht bloß ein funny Internet-Joke. Das meint er ernst. Das, was auf TikTok jeden Tag Tausende mega ironisch abfeiern, ist so hart in dem Muster einer Sekte drin. Der sammelt Likes und Follower, seine Sounds gehen viral, mega die coolen Insider. Während er immer weiter im Internet sein krudes System an junge Leute verbreitet. Wenn man sich nämlich mal anguckt, was die typischen Merkmale einer Sekte sind. Mit einem für Sekten typischen, prophetischen, übernatürlichen Führer an der Spitze. Ja, ich würde sagen, das haben wir hier. Er hat auch selbst eine Religion gegründet, den Christbuddhismus, als Naturreligion des Herzens. Und Digga, er hat einfach zwei Religionen zusammengepackt und eine draus gemacht. Das ist gigasmart, Digga. Ausdrucksform des Friedens. Ein Glaubenssystem, was wahres Heil, Frieden und Vollkommenheit verspricht. Ach, das ist auch sektetypisch, ja. Und was auch dazu immer gehört, ist die Einteilung der Welt in Gut und Böse, Schwarz und Weiß. Auf seiner Website schreibt Thomas: Im vereinten Heiligen Deutschen Königreich ist die Liebe kein emotionaler Zustand, der von einer Person zur anderen fließt, sondern der Bewusstseinszustand des Paradieses, sowie die Angst der Bewusstseinszustand der Hölle ist. Diesen Bewusstseinszustand kann der telemediale Schüler selbst regeln. Er hat also selbst in der Hand, ob er im Paradies ist oder in der Hölle. Ey, aber kein Pressure. Immer ganz entspannt. Mach dein aber Ding, Bruderherz. Ja, könnte auch die Hölle werden. Generell passt das Konzept des Vereinigten Heiligen Deutschen Königreichs perfekt zum nächsten Punkt einer Sekte, nämlich der Bildung einer Parallelgesellschaft und der Abwendung vom gängigen System. Bundesrepublik Deutschland. Ja, Reichsbürger halt, ne? Reichsbürger. Hab ich noch nie gehört. Das Heilige Deutsche Königreich. Das ist unsere Gemeinschaft. Oder das Paradise Valley, sein selbst gegründeter Wallfahrtsort in Thailand. Und für Menschen, die sogar die Uhrzeit ablehnen, hat Thomas ebenfalls was. Nämlich die telemediale Weltzeit. Das ist da sehr, ist es gerade übrigens
so spät, wer daraus schlau werden kann, bitte sehr. Ja, wenn er das so sagt, ne? Und er hat sogar seine eigene Währung gegründet, nämlich die Deutschmark. Ja, irgendwie geht's dann bei all dem Spirituellen darum Geld. Wer Ja zur Deutschmark sagen kann, ist bereit, wieder Ja zu seinem Leben zu sagen. Okay. Es gibt sogar einen... Das klingt nach etwas, wo ich sehr viel Geld reinstecke und alles verlieren werde. Ich werde es mir anschauen. Das klingt nach einem sehr guten Investment für meinen guten Freund InScope 21, der nämlich genau solche Sachen immer wieder reinfällt. Eigenen Gruß. Herz 5 heißt er. Herz 5. Eigener Gruß. Ah ja. Es klingt alles ziemlich aufwendig und durchdacht. Und viele Leute reden in ihren Videos über seine Fernsehvergangenheit und seine Telefonsex-Vergangenheit. Ja, okay. Aber dieses Sektending ist so tief in seiner Struktur drin, dass es gefährlich ist. Allerdings ist unser Thomas nicht das spirituelle Genie, für das ihn viele offensichtlich halten. Okay. Denn schon im Jahr 2003, als er seinen Fernsehsender übernimmt, berichtet der Spiegel über ihn. Und vor allen Dingen über seine Verbindung zur Wankmiller-Sekte aus Füssen. Diese Sekte wurde 1974 von Wolfgang Wankmiller gegründet, der offensichtlich eine große Inspiration für Thomas war. Die Sekte wird auch als Stamm der Likatia bezeichnet. Ja, könnt ihr auch gerne mal bei Wikipedia googeln. Und deren Anführer Wankmiller sieht sich als die direkte Reinkarnation von Albert Einstein, Jesus und König Ludwig II. Okay. Ach guck, das kommt einem doch bekannt vor. Aber auch stabile Mischung. Diese Gruppe aus ein paar hundert Leuten hat versucht, Macht zu übernehmen in der Politik und haben Mitglieder in verschiedene Parteien eingeschleust. In die CSU, in die SPD, manchmal dieselbe Person in verschiedene Parteien, um die politische Meinung der Partei von innen heraus bestimmen zu können. Da hat auch jemand Bock, was in der Politik zu reißen. Das klingt doch auch bekannt. Schwierig, danach hat diese Sekte versucht, in ihrem Heimatort immer mehr Immobilien aufzukaufen. Und die Gruppe war... Ja, okay. Also, das ist natürlich gruselig. Wer jetzt in seinem Heimatort eine Menge Immobilien aufkauft, das ist ein Alarmsignal, Chat. Da muss man reagieren. Wenn das passiert, dann wird es auch wirklich gefährlich. Ne? Das ist klar, Chat. Da muss man dann Reaktion zeigen. War finanziell sehr, sehr gut aufgestellt, weil sehr wohlhabende Mitglieder ihr gesamtes Vermögen da reingebuttert haben. Perfekt. Anwälte, Ärzte, wichtige Leute, die innerhalb dieser Stadt zu tun hatten. Diese Leute haben alles dieser Sekte verschrieben und waren finanziell komplett abhängig von der. Mit den Piepen hat Wankmiller sogar seine eigene Währung eingeführt. Auch das klingt ein bisschen bekannt. Diese Sekte hatte immer das Ziel, mehr und mehr Macht zu bekommen. 2017 hat auch der Fokus über diese Sekte berichtet. Wirtschaftliche, kulturelle, politische und letztlich staatliche Autarkie. Das hat sich der Stamm der Likatia auf die Fahne geschrieben. Verbürgt ist der Ausspruch eines 15-jährigen Mitglieds. Hitler hätte von uns noch lernen können. Yo. Jetzt übernehmen wir zuerst Füssen, dann Bayern und dann ganz Deutschland. What? Ja, Bruder. Klingt jetzt nicht so nett. Und wie das bei Sekten ist, ging das Ganze auch immer weiter tiefer und persönlicher. Der Anführer Wankmiller soll über jedes Mitglied persönlich Tagebuch geführt haben. Wann Mädchen das erste Mal menstruiert haben, wann Jungs das erste Mal ejakuliert haben, wer mit wem bei Orgien sexuellen Kontakt hatte. Frauen waren innerhalb der Sekte zu sexuellem Gehorsam verpflichtet. Oh Bruder, ey, ach du Scheiße. Und immer wieder gab es Berichte über sexuellen Missbrauch von Kindern innerhalb der Sekte. Es gab sogar eine Verurteilung dazu. Und Hornauer war mit dem Anführer dieser Sekte sehr gut bekannt. Er sagt, ja, ich hatte mit dem nicht viel zu tun, ich kannte den so lose. Aber laut Aussagen von engen Kontakten aus der damaligen Zeit war der Guru ein großes Vorbild und eine Inspiration für Thomas Hornauer. Thomas Hornauer soll die Sekte finanziell unterstützt haben, Digga, der soll denen eine Immobilie von sich vermietet haben. Leute aus der Sekte haben damals für sein Unternehmen gearbeitet. Wenn man so lange in so einem System drin ist und dann auf die Idee kommt, sich selber als König zu bezeichnen und das an Millionen junge Menschen ins Internet zu werfen. Ich weiß ja nicht. Bei solchen Systemen geht es immer um zwei Sachen. Ja. Macht und Geld. Berichte aus der Vergangenheit sagen immer wieder, dass Thomas Hornauer einer war, der gerne Macht über die ausgeübt hat, die unter ihm standen. Der Menschen manipuliert haben soll und zu seinem Vorteil ausgenutzt haben soll. Und der in der Wankmiller-Sekte ja schon erlebt hatte, wie man es schafft, Kontrolle über eine Gruppe von Menschen zu bekommen. Damit diese komplett abhängig von dir werden. Ja, und wenn man sich selber zum König ernennt, dann hat man doch auch irgendwie ein Problem, oder? Oh. Jetzt hat dir eben auch jemand Colonia Dignidad reingeschrieben, dass der diese Geschichte, ich glaube in Argentinien oder wo das gewesen ist, wo sich Leute, Deutsche halt abgesetzt haben, auch so ein Sektending gegründet haben. Das ist so geisteskrank gefährlich, das ist so unfassbar gefährlich, Leute, wenn man in solche religiösen, komischen Schwurbelsekten reingerät, Alter. Das ist also noch schlimmer für die Leute, die darunter aufwachsen. Wenn du halt darunter aufwächst, du wirst da reingeboren als Kind, das ist für dich normal. Du hinterfragst ja nichts mehr. Du wirst ja diese Gedanken und dieses komplette Mindset da, also einfach übernehmen. Das ist ja
ja wirklich insane. Ich habe mich sowieso schon gewundert, und das ist wirklich eine Sache, die ich mich ehrlich schon gefragt habe, wann das ja jemand bei ihm so anspricht, weil das natürlich geisteskrank offensichtlich ist, dass da immer so der Hang zum Rechten ist. Deshalb bin ich auch selber nie bei ihm in den Stream gegangen, obwohl ganz viele Leute immer gesagt haben, ja, geh mal da in den Stream, mach mal Thumbdance und somit. Ich finde das ja auch selber funny. So, don't get me wrong. Wir memen das ja alle, weil wir es alle nicht ernst nehmen, aber da steckt halt leider ein sehr gefährlicher Kern hinter diesem ganzen Ding. Man weiß halt nicht genau, was die Absichten von diesen Menschen sind und was er plant hat, deshalb muss man da wirklich aufpassen. Und er erreicht halt nun mal eine Menge neue junge Menschen, die ja auch sofort sich da sektenartig so zugruppieren und da mitmachen und sowas, ne? Und dann ja auch innerhalb der Sekte Freddy zum Beispiel einen eigenen Kult hat, dann hat er sich gegen Thomas aufgelehnt und dann hat halt sich relativ schnell gezeigt, ja okay, wenn hier jemand gegen den König schießt, ist er sofort wieder raus. Also das ist schon gefährlich und ziemlich krass und deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, einzeln in den Chat, wenn ihr wollt, dass ich quasi auch eine eigene Sekte mit Rezo und Ju aufmache gemeinsam und wir halt super, super reich dadurch werden und wir unser eigenes Ding quasi einfach machen. Als Kontersekte quasi. Wisst ihr, was ich meine? Eins? Ja, super, dann machen wir das, klar. Und der zweite große Punkt. Jedes Mal Geld. In seiner gesamten Laufbahn konnte man sehen, es geht immer ums Geld. Egal was Kohle bringt, Sex-Hotlines, Esoterik im Fernsehen oder jetzt TikTok, der Typ ist Multimillionär geworden und häuft ein Vermögen an, während er irgendwo im Ausland sitzt. Ja. Ein Vermögen, mit dem er sein erstes Ziel, nämlich Macht, noch viel besser erreichen kann. Und genau deshalb ist das so gefährlich, wenn man solche Leute ironisch abkultet, weil sie lustig aussehen oder komische Dinge machen. Ja. Weil dahinter Interessen stecken, die genau echt das, gefährlich sind. Ja. Und bei steigender Reichweite sind immer Leute dabei, die da hängen bleiben und dran glauben und sich dann genau in dieses System begeben. Und wenn du das auf TikTok machst, sind das vor allen Dingen junge Leute. Aber damit man sich davor schützen kann, muss man das wissen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen dazu beitragen. Schreibt mir gerne eure Meinung starkes zu der ganzen Video, Thematik Timon, unten in die Kommentare. Video. Habt ihr den Typen auch schon gesehen? Ist eure Timeline auch voll davon? Was haltet ihr davon? Ey, ich gehe mir jetzt einfach mit dem Brett gegen den Kopf schlagen, damit ich das alles wieder vergesse. Das war's von mir. Passt auf euch auf. Macht gut, bis zum nächsten Mal. Starkes Video. Tschüss. Starkes Video. Stark, 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 stark. Junge, Junge, Junge. Muss man aufpassen, ne? Muss man wissen.